Das ist Tobi. Heute zeigt er euch, wie man aus diesen Materialien ganz einfach solche lustigen Pompontierchen basteln kann. Du findest bei Folia eine große Produktauswahl, die du für dieses Bastelprojekt kombinieren und verwenden kannst. Wir nehmen hier verschiedene Pompons, Chenille-Draht, Filz, Wackelaugen und Satinband. Außerdem verwenden wir für die Figuren Schnittmuster, welche du dir auf folia.de selber herunterladen und ausdrucken kannst. Heute zeigt euch Tobi, wie dieser niedliche Tigeranhänger funktioniert. Hierfür suche dir die Teile des Tigers aus dem Schnittmusterbogen aus. Jetzt entscheidest du dich für deine Filz- und Pompon-Lieblingsfarben. Außerdem brauchst du noch 2x1 cm große Wackelaugen, Chenille-Draht in 8 cm und 2x4 cm Länge, 2x1 cm große Pompons und ein Mini-Pompon für die Nase sowie Schere und Kleber. Jetzt schneidest du die Teile des Tigers aus dem Schnittmusterbogen aus. Beginne am besten, indem du die Fußballen auf die Pfoten klebst. Dazu trägst du jeweils einen kleinen Tropfen Kleber auf. Jetzt biegst du die beiden kurzen Chenille-Stücke zu U's und klebst sie auf die Ohren. Das längere Chenille-Stück biegst du zu einem Kringel, ähnlich einem Fragezeichen. Damit dein Tiger ein Gesicht bekommt, klebst du zuerst mittig die beiden Augen auf. Darunter dann die beiden Backen. Und zuletzt die kleine Nase in die Mitte. Jetzt folgen links und rechts die Pfoten. Für die Ohren und den Schwanz trage den Kleber direkt auf den Pompon auf und drücke die Teile leicht ein. Genauso machst du es mit dem Band zum Aufhängen. Damit alles besser hält, kannst du die Haare des Pompons leicht andrücken. Zuletzt lasse deinen Pompon-Tiger am besten wieder mindestens eine Stunde lang trocknen. Aus den Folia-Materialien kannst du natürlich noch viel mehr lustige Tiere erschaffen. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Auf folia.de findest du noch weitere Anleitungen für tolle Bastelideen und Basteltrends.